das letzte Video schon über eine Woche her und ich habe immer noch keine 1000 Abonnenten dazu bekommen. Bin ich nicht mehr im YouTube-Algorithmus drin, komme ich nicht mehr in den salzigen Spucknapf rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Channel stirbt. Beim letzten Video hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich möchte dich ja nicht haten, ne? Aber... Und ich dachte mir dabei schon so, was, hä? Was? Ich möchte dich ja nicht haten, ja? Aber du verwendest ja schon oft andere YouTuber-Namen in deinen Titeln, um deine Views zu pushen. Ja, eigentlich mache ich das nur so gesehen. So, von den letzten 20 Videos von mir, ja, war das Ganze viermal der Fall. Viermal. Ich bin ganz sicher so ein kranker Hurensohn. Also man kann natürlich wirklich sagen, dass es oft ist. Ich meine, die Quote ist schon nicht schlecht so. Ey, Bruder, in der Klausur, ne? Man konnte ja insgesamt 20 Punkte bekommen. Wie viele Punkte hast du gemacht, Bruder? Bruder, von 20 Punkten, ne? Ich habe 4 gemacht. Bruder, krass. Das sind ja fast alle. 187. Das Beispiel war leider real, als ihr denkt. Aber um das Thema jetzt so ein bisschen ernster zu besprechen, das Einzige, was mir momentan Klicks bringt, ist einfach mehr Feedback prozentual gesehen. Seht ihr keine Werbung bei meinen Videos, deswegen bekomme ich dafür halt eben auch kein Geld. Es könnte, egal wie viele Klicks ich im Monat machen würde, ja. Es könnte ein Klick im ganzen Monat sein, es könnten aber auch wie momentan 170.000 Klicks im Monat sein, ja. Es ist halt prozentual einfach mehr Feedback, was ich bekomme durch mehr Klicks. So, alles, was ich momentan eben auf YouTube möchte, ist, dass die Zuschauer, die ich habe, eben auf meine Videos draufklicken und mir halt schreiben, ob sie das Video gut fanden oder halt nicht. Oder halt irgendwelche Kritik geben oder irgendwie sowas. Das ist alles, was ich möchte so. Und dann irgendwie sagen, ja, das finde ich toll. Die können auch gar nichts sagen. Die können die Videos einfach angucken, sagen, ja, das ist toll, aber sagen es mir halt nicht. Also schreiben keine Kommentare, geben keine Bewertung, aber was weiß ich, ja. Aber es gibt halt eben auch Leute, die sagen, ja, ey, gebt denn eine Bewertung, diese zwei Sekunden nehme ich mir für Max. So, das gibt mir halt auch ein gutes Gefühl, wenn ich so sehe, ah ja, den Leuten gefällt, was ich mir ausgedacht habe. Und manche geben dann halt nur ein Like oder manche sagen auch gar nichts und manche kommentieren dann halt auch. Und darüber freue ich mich halt. Und das ist alles, warum ich hier die ganze Scheiße hier überhaupt mache. Und ihr habt dadurch ein gutes Gefühl und ich habe dadurch ein gutes Gefühl. Und das ist auch eigentlich das, was auf YouTube sein soll. So, okay, das war ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich denke mal, ihr wisst doch, was ich meine, oder? Also bei dem guten Gefühl meine ich natürlich nur Homo, okay? Also es ist mehr so freundschaftlich, Junge. Ich finde es halt cool, wenn Leute in die Kommentare schreiben, ey, ja, ich fand das Video cool oder ich fand das lustig oder die Idee hat mir gefallen oder das und das hat mir halt nicht gefallen oder was weiß ich. Oder du hast rote Haare, du bist ein Hurensohn. Ich mache YouTube zum Beispiel für solche Kommentare hier. Ey, dein Videofehler ist, dass du nicht in die Cam guckst, sondern da, wo du dich siehst. Was? Ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen möchte oder was er aussagen. Ich habe keine Ahnung, was er mit dem Kommentar bezwecken wollte. Der Cam-Fehler war da, wo ich mich sehe. So, hä? Ich habe keine Ahnung, was er sagen möchte. Wirklich null. Oder er hier mit Black Ops 2 Profilbild. Der sieht behindert aus. So, wisst ihr, stell mir halt vor, wie er so halt vor dem PC sitzt, das Video so 7 Minuten lang guckt oder so. Das Video ist vorbei, ne? Oder einfach nur so. Er sieht behindert aus. So, einfach so, einfach so. Auf diesen Kanal findet sich hier COD-Vlogs. COD-Vlogs. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, würde ich mich freuen über ein Abo da. Ein Abo da. Oder hier, mein All-Time-Favorite. Aga, ist der behindert? Was macht er mit seinem Auge? Ja, mit seinem Auge macht er das hier. Also danke an alle drei für die Kritiken. Ich versuche das zu verbessern. Ihr müsst euch halt vorstellen, ja, diese 4 Videos, ja, wo größere YouTuber im Titel standen, haben insgesamt genauso viele Views wie diese 16 Videos, wo keine großen YouTuber in den Titel standen. Also es ist einfach lächerlich. Die haben also insgesamt über 400%. Ich bin Mathe-Grundkurs, deswegen 400%. Ungefähr, glaube ich. Auf jeden Fall bekommen sie sehr viel mehr Aufmerksamkeit, obwohl es halt wirklich die gleichen Videos sind, ja. Ich habe mir dort gleich viel Mühe gegeben. Ich habe mir bei jedem einzelnen Video Gedanken halt gemacht, was ich erzähle und was ich worüber ich rede und alles. Es ist dieselbe Qualität, kann man sagen. Wenn man meine Videos irgendwie mit dem Wort Qualität irgendwie beschreiben könnte. Auf jeden Fall haben sie sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich bekomme so krass viel mehr Feedback, einfach weil der Titel anders ist. Der Titel. Nur wegen dem scheiß Titel. Bekomme dafür nicht mehr Geld, kein gar nichts. Einfach nur mehr Feedback. Heptik hat die Thematik auch so ein bisschen in seinem letzten Video angesprochen und mir auf Twitter entfolgt. Aber er hat dann halt so angesprochen, dass YouTuber sich dafür entscheiden, entweder auf die Zahlen zu achten oder auf die Moral von ihren Videos, also dass ihnen die Videos halt selber gefallen, dass sie Videos bringen, die Inhalte haben und sowas halt, ne, anstatt halt irgendwie darauf zu achten, wie viele Likes sie haben, wie viele Kommentare sie haben oder eben wie viel Geld sie dadurch verdienen durch die Views. Ich fand diese Worte sehr schön gewählt und es ist eben auch ein ziemlich gutes Beispiel so in dem Video und es ist eben eine adäquate Beschreibung des momentanen YouTubes, so des modernen YouTubes, kann man sagen. Wirklich das moderne YouTube einfach. Was ich dann aber nicht so ganz verstanden habe, war das, was er auf Twitter gepostet hatte. Er hatte so getweetet, ich fand das Video ganz gut, 25.000 Likes nach 24 Stunden, echt heftig, ohne dass er danach gefragt hat. Er hat sich halt eben dafür bedankt und eben darüber gefreut. Und ey, ich verstehe das. Ich freue mich wirklich jedes verdammte Scheißmal, wenn mein Video mehr als 1000 Bewertungen bekommt und generell halt einfach gutes Feedback kommt so. Aber ich habe dann einfach mal theoretisch gefragt, wäre das Video denn schlechter gewesen? Hätte es weniger Bewertungen bekommen? Und ja, was passiert denn erfahrungsgemäß, wenn ich andere Leute auf Twitter kritisiere oder irgendwie irgendwas in Frage stelle? Ja, Leute, Heptik folgt mir wieder. Ich bin da wirklich überglücklich drüber. Ich meine, nein, Leute, er hat mich für die Frage blockiert. er hat mich wirklich blockiert. Ich meine, war die Frage nicht berechtigt, nachdem er gesagt hat, ja, also manche Leute achten nur auf Zahlen, manche achten eben auf die Moral. Und wenn er halt anscheinend sich für Likes bedankt und sowas, ich weiß ja nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht, ob das jetzt zu viel war oder halt nicht. Also schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich meine, die Frage beschäftigt mich jetzt halt wirklich so. Ich meine, bin ich wirklich so ein Hurensohn? Passt auf, ja. Wenn ihr sagt, die Frage von mir war durchaus berechtigt, dass ich sowas frage nach so einem Video halt, dann kommentiert mal mit dem Hashtag Wackelpudding. Falls ihr nicht wisst, wie Wackelpudding geschrieben hat, ist es jetzt hier unten eingeblendet. Also,
Bitte schreibt's richtig, okay? Wenn ihr sagt, ah nee, das war überhaupt gar nicht berechtigt, dann kommentiert mal mit dem Hashtag Doppelmoral. Wenn ihr nicht wisst, wie Doppelmoral geschrieben wird, dann habt ihr Pech gehabt, verdammt. Okay, hier steht's, hier da unten ist eingeblendet. Also findet diese Aktion von Haptic Rush jetzt nicht unbedingt irgendwie doppelmoralisch oder was weiß ich, also nicht falsch verstehen, ja? Also, ich glaube, der war halt einfach nur abgefuckt, okay? Der war, glaube ich, einfach nur abgefuckt. Vielleicht einfach nur abgefuckt. Der war wahrscheinlich einfach nur abgefuckt. Aber so generell auf YouTuber bezogen ist es einfach immer so, dass alle immer sagen, ja, diese ganze Commerz-Kacke ist richtig doof geworden und alle achten noch auf die Zahlen und auf das Geld und auf die Views und was weiß ich. Aber keiner ändert daran irgendwie was. Und in den Kommentaren steht dann immer, ja, Digga, alle haben sich verändert, außer du, immer bei dem YouTuber, alle außer du haben sich verändert, alle haben sich verändert, außer du, du bist der Einzige, der real geblieben ist. Auch unter diesem Video werden das wahrscheinlich ziemlich viele Leute bei mich schreiben oder so, ne, aber auch ich habe meine Videos verändert sozusagen, ja, auch ich möchte immer mehr Feedback bekommen, weil es einfach Spaß macht so. Ich habe aber im Gegensatz zu den ganzen anderen YouTuber keinen kommerziellen Aspekt dahinter, sondern einfach, dass es mir dadurch mehr Spaß macht so. Und ich bin wirklich komplett unabhängig von YouTube. Bei mir passt diese Moralfrage einfach auch tausendmal besser. Ich bin in gewisser Weise halt auch irgendein Spaß, der sich über irgendeine Scheiße halt die ganze Zeit aufregt, obwohl er das halt eigentlich selber macht. Aber bei mir hat es halt eben diesen sarkastischen und ironischen Aspekt, weil ich einfach sagen kann, was ich möchte. Ich bin unabhängig von YouTube, ich verdiene kein Geld, kein gar nichts. Ich kann sagen, was ich möchte. Ich kann die Videos produzieren, auf die ich Lust habe und die ich eben auch selber gerne gucken würde. Ich produziere hier jede Woche oder denke mir die Sachen aus, die ich gerne sehen würde, so selbst als Zuschauer. So, natürlich frage ich euch auch so, ja, was würdet ihr gerne machen oder was weiß ich. Da fragt ihr mich auch sehr viel auf Snapchat, da heiße ich Z-Charlesen. Bitte was? Also ich schaue mir meine eigenen Videos jetzt nicht selber an und denke mir so, oh geil oder so. Sowas würde ich nicht länger als 2 Minuten durchhalten. Aber ja, es stimmt, jeder muss irgendwie klickgeile Videos machen, damit er eben entweder an sein Feedback rankommt oder eben an das Geld, was er halt benötigt, um halt zu überleben oder halt, das ist halt sein Job so ungefähr, ne? Dadurch ergibt sich allerdings nicht die Bedingung, dass man unkreative Mainstream-Videos machen muss und so sehe ich das halt. Also ich werde weiterhin Woche für Woche meine peinlichen Nerd-Videos produzieren, so wie ich das schon seit Jahren mache. Hoffentlich auch nicht mehr zu lang, denn ansonsten wird das langsam wirklich peinlich. Ich freue mich, wenn ihr mir zeigt, dass euch die Videos gefallen. Das ist mein gesamtes Konzept und mein gesamtes YouTube-Prinzip einfach. Also Leute, in dem Sinne, abonniert mich da. Und jetzt haben wir ganz viele Leute auf Instagram folgen, damit alle denken, irgendwann ich sei so beliebt und so. Das wär echt toll. Ja, ja. Danke fürs Ansehen. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas fall behind. I get my drink on. I play ping pong with King Kong.